at point B. Oha. Tschüss. 5000 Pfeile durch den Körper gehabt, hast du gesehen? Bam! Herzlich willkommen zurück zu Conqueror's Blade und ich bin's wieder, Damir, aka dein Bärenkroate. Und ja, letzte Folge habt ihr gesehen, Schlachtfeld oder Belagerung, Schlacht hat wieder nicht geklappt. Ich glaube, ich lasse einfach die Finger davon und ja, mach einfach nochmal Feldschlacht. Vielleicht kriegen wir auch da schöne Items abgestaubt, wer weiß, werden wir sehen. Ich würde sagen einfach, ich gehe jetzt direkt ins Spiel rein und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. So, oh, heute gibt's doppelte XP, das ist aber nett. Sonntag habe ich nicht. Oh, das ist aber gemein. Aktivitäten gibt es keine. Okay. Das ist aber mal sehr nett. Oho. Ja, Aufgaben. Wieder plündern. Sehr schön. Oben, genau. Wollten wir noch in der einen Folge machen. Drück mal kurz die Alt-Taste, dann können wir hier nämlich die Sachen bestätigen. Bitte. Ja, sehr gut. Einheit verstärkt. So, tägliche Quest ist anscheinend auch am Start. Und wir wollten ja eigentlich sofort das eine machen, was wir da als Quest haben. Je mehr Quests wir haben, desto spannender. Ich würde mich auch ein bisschen mehr freuen, wenn man irgendwie so ein paar Gegner, also so richtig so König oder sowas bekämpfen muss, direkt mit seiner Armee. Das wäre eigentlich cooler. So ein bisschen mehr PvE, weil PvP ist halt ein bisschen random abhängig, ne, mit was du für Leute spielst. Schlacht am Spatzenpass. Na dann, das auf zu dem Spatzen. Übrigens, wie findet ihr eigentlich die neue Kamera? Das ganze Kameradesign, gefällt es euch? Wenn ja, lasst mich das dann in den Kommentaren wissen. Wäre super, würde ich mich sehr freuen drüber. Ich alleine gegen Gott und die Welt. Wir fangen an mit. Die haben ja schon extra hier. Komm, wir nehmen unsere Holzer. Holzer, oh, geiles Bild. Gleich mal speichern. Oh. Ach du Scheiße. Okay, wir haben natürlich einen Computer, der uns unterstützt. Das ist schön. Und. Ja, schön runter vom Pferd, genau. Wo sind unsere Leute? Nice. Oh, guck mal, da die brennt hinten schon die Festung. Hat so ein bisschen. Oh, die Bogenschützen, die sollten wir schnell. Oha! Das ging jetzt aber schnell. Wir nehmen mal die Jungs. Ne, wir nehmen mal die billigen. Ne, die, ja, die billigen, genau. Das waren die billigen Bogenschützen. Was passiert da? Ein Tor geht auf und noch mehr kommt. Shit. Okay. Wo rennen die denn hin? Haben wir jetzt gerade so viel verloren? Falsche Taste, hier. Hier, bitte, genau. Sehr gut. Sehr schön, nochmal so ein Stop-Move. Aber die Bogenschützen haben mich ja alle gerade eben platt gemacht. Da hinten sind sie schon wieder. Unsere schießen auch ganz gut. Sehr gut. Boah, was für eine mega starke Kombi, wie die Wände beballert werden. So, darauf habe ich mir die ganze Zeit schon gefreut. Komm. Mach die ganzen Bogenschützen fertig. Da können wir auch gleich ein Lichter nehmen. Dann können wir uns hier das gleich mal holen. Kommen meine Leute mit? Ja, sie kommen mit mir mit. Werden jetzt schon Belagerung, werden jetzt schon Sachen abgeballert. Nice, zieht euch das mal rein. Dieses. Was für eine epische Schlacht. So, genauso stelle ich mir das die ganze Zeit vor. Genauso. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen mehr mit dem Kopf nach hinten gehen. Ha. Aber die Kamera kann nicht weiter rauszoomen, das finde ich halt ein bisschen ärgerlich. Okay, wir haben es erobert. Und wie sieht's aus? Wir liegen ziemlich viele Tote rum. After me. Ah. Worauf schießen die denn die ganze Zeit? Die schießen einfach ins Leere. Da ist doch gar nichts. Das ist schade. Follow me. So, dann würde ich sagen, können wir hier die Rampe hochrennen. Wir rennen ja schon nicht mehr, jetzt kann man wieder rennen. Hopp. Oh, hier liegen so viele Tote. Guck da.
Da wäre ich von uns gestorben. Ach Leute, oh, wurde die gerade überrollt? Wir wurden gerade echt überrollt. Get going. Na, kommt ihr hoch? Hurry up. Kommt noch welche Leiter noch zum... Ja... Oh. After me. Ui, 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 ui. Ach, fuck. Aber wir haben viele erwischt. Von wo müssen wir anfangen? Also müssen wir uns mitnehmen, ne? Und wie viel haben es denn geschafft? Oh, 9 Stück haben es geschafft, zurückzukommen. Follow me. Na los, hoch da. Wir können keine Leiter aufstellen. Erobert den Punkt haben wir doch, oder nicht? Den Punkt in der Mauer? Welchen meinen Sie denn? Der hier? Ah, der ist da oben drin, der ist da oben, da können wir gar nicht, da müssen wir hier hoch. Ja, verplant wie immer. Get going. Ah, die haben alle wieder mir geschnetzelt, oder? Sehr gut. Nur ein weggehauen. Ist ja wie die Anfangsstadt fast ein bisschen, ne? Aber nur ein bisschen. Bam, sehr schön. Greift an. Ich muss jetzt mal hier hochheilen. Und auch den Kampf erobern. Was ist los? Was ist schon? Ne, wir müssen jetzt hier die Flagge erobern und dann geht's weiter. Also es ist fast wie dieselbe Stadt, ne? Oh Gott, ich muss wieder ein bisschen zurückgehen. Ach. Ja, ja. Was ist los? Kann man das nicht nehmen? Ach hier. Aha, geil. Hurry up! Aber können wir das nicht kaputt machen? Jetzt. Nice, wir haben was bekommen dafür. Machen wir das hier alles hier kaputt? Ja. Wollen nicht runterfallen. Na los. Aber wir sind ja in die Burg reingekommen. Wir wollten da jetzt ja nichts weiter. Wo geht's denn weiter? Follow me! Dann geht's weiter, los ab in die Schlacht, Leute! Spread out and attack! Wir schreien schon kriegerisch. Oh, 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 das ist fies. Mm. Oh, nice! Auge um Auge! Kommt ihr jetzt zu mir oder? Ach du Scheiße! Get going! Oha! Ah. Und los! Oha! Krass, was kann der denn so schick jetzt? Der geht ja voll ab! Blocken! Oh nein! Oha! Alter! Na los, komm mal einen kritischen Schaden, los, blocken! Oha! Yeah! Wir haben ihn erledigt, ran, Alter, und wir sind danach gestorben. Sieg! Trotz Tod, stirbt. Na gut, die Schlacht ist vorüber. Wir haben den Kriegsfürst besiegt. Da war so ein gesagter König, den ich besiegen wollte, seht ihr?
Übrigens, schaut mal hier. Kann man das sehen? Geile Tasse, oder? Total freaky. Coole Tasse. Ein Einhorn. Oh nice, wir kriegen nochmal eine Abhandlung. Aber kriegen wir dann die von Soldaten. Und wir sind Level 26, wer hätte das gedacht? Nice. So, jetzt gehen wir nochmal die Quest annehmen. Bei unten bei Olle Schulle. Schulle, mein bester Freund, der gibt ja immer so viele Punkte und Quests ab, finde ich sehr nett. Hallo Schullelein, ja, alles cool? Danke Schulli. Gott des Krieges, ja, das ist. Krieg ist ja immer verfügbar, die doofe Quest. So, dann gehen wir ab in eine Schlacht. Die Belagerungsschlacht machen wir natürlich nicht. Wir hatten ja letztes Mal eine schöne Heldenvorlage bekommen. Mal kurz gucken. Haben wir jetzt alles? Yes. Jetzt haben wir die. Jetzt können wir uns zur Streitaxtpraxis, ne? Seite aus dem Handbuch der Fähigkeiten für Streitaxt sammelt, genügend davon, um Fähigkeiten für höhere Level freizuschalten. Ah, die muss man sammeln. I see. Ich habe Verstand. Und schon nochmal 4 von den Abhandlungen. Das war das X. Was haben wir denn hier? Aber eigentlich müssten wir auch unsere Soldaten upgraden, aber gibt es da keine bessere? Was haben wir hier? Das ist die des Soldatendokuments. Die haben wir ja, ne? Das haben wir nicht. Hier. Das können wir uns eigentlich gerade noch holen, was eigentlich ziemlich schade ist. Und der Kampf geht los. Und die nochmal. Tada! Auf geht's. So, jetzt. Ja, aber das fangen wir an. Wir fangen wieder mit unseren lustigen Soldaten an. Andere Wahl haben wir gerade nicht. Wir sind. Oh, wir haben sogar 2 Level 29er mit dabei. Na, wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Boah, das ist fies. Die haben voll die starken Einheiten. Also sind vom Level her uns überlegen. Jetzt müssen wir das halt nur spielerisch runterreißen. Wir müssen auf jeden Fall C zu C, weil C ist näher dran aus unserer Sicht. Müssen wir hier hoch, ne? Ja. C ist viel näher für uns als die anderen beiden Punkte. Da haben die anderen Vorteile. Also B müsste geografisch genau mittig sein und A ist halt und C sind halt so die Bereiche, die die gleich jemandem gehören. Also wir müssen ja strategisch spielen, nicht einfach nur aufs Maul hauen, obwohl mein Heerführer so heißt. Ach ja. Oh was, die holen sich gleich A und B? Krass. Wow. Ja. Nice. Follow me. Nice. Mussten wir holen, ist ganz wichtig gewesen. Läuft doch hier, Alter. Assist wieder bekommen. Kommt her. Krass, wie weit schießen die denn? Oder haben sie Rot ganz schnell platt gemacht? Aber wir müssen aufpassen, dass Rot nicht mehr. Da kommen sie ja schon wieder von der Seite. Hurry up! Get into position! Attack at will! Wo ist denn der Blaue? Ich kann sogar treten, das ist ja gemein. Ja, wir haben sie gekillt, sehr nice. Nice. Oh Gott. Nein!
Okay, weil ich keine Unterstützung mit Punkt C bekommen habe. Aber gut, was soll ich machen? Jetzt haben wir C verloren. Ich habe es probiert zu halten. ich würde sagen, wir nehmen mal hier unsere Bogenschützen der Miliz mit und ballern mal von oben auf die... Follow me. So, Rot ist wieder weg. Jetzt können wir uns in Ruhe den... Units, assemble! Wir machen das sehr strategisch. Schön versammeln, Jungs. Sehr schön. Nice, und wir haben einen zweiten Kill bekommen, dank unserer Bogenschützen. Lol. Schnappen wir uns die doch. Nein. Egal, wir gehen mal zurück auf zu unserer Stelle. Wir müssen auf jeden Fall C bewachen. Keine Frage. Form up. Get into position. Split out and attack. Ja. Das sind zu viele, da kann man nichts gegen machen. Okay, jetzt hat es mich erwischt. So, jetzt können wir schon mal die Pikiniere nehmen. Wir nehmen erstmal die hier mit der Mistgabel, die Jungs. Oder jetzt haben wir die anderen genommen, ne? Die unsere. Oh Mann. Wir kriegen gerade so auf den Sack. Das glaubt ja keiner. Oben ist ein blauer, ne, oben ist ein roter. Wie kann ein Pferd weniger Ausdauer haben als ein Mensch? Wie geht das? So, jetzt haben wir A und B zurück, wir müssen nur noch C holen. After me. Da ist so ein Fernkämpfer gegen einen anderen Fernkämpfer. So. Und nice. Kriegen wir noch mal ein bisschen. Ja, C haben wir verteidigt. B haben wir verteidigt. Sehr gut. Oha. Tut mir echt leid für unseren Blauen, der da unten jetzt gerade krepieren muss. Oh, das war jetzt doof. Nice, gehört uns der Kill. Ich bin voll stolz auf unseren. The enemy has captured point B. Oha. Tschüss. 5000 Pfeile im Körper gehabt, hast du gesehen? Bam! Wir haben ihn besiegt, geil, weil er da in die Formation reingerannt ist. Assi, haha. Ach man. Ich bin so stolz auf meine Pikiniere, aber die müssen leider die Flucht antreten. Komm, Bogenschützen.
Das verstehen die meisten nicht. Man muss sich jetzt aufteilen, um die Plätze halt zu kämpfen. Wir sind 6 Spieler, 6 gegen 6. 3 Flaggen hat man, da musst du halt dich koordinieren und dann... Ich kümmere mich gerne um den C, aber um Platz C. Aber C ist ja jetzt gerade verteidigt, obwohl die jetzt immer noch da rumkrepeln. Da die Roten. Ach Leute, wie kann man nur die anderen so abgeben? Man muss ja aber auch... Ich sag ja, ich kann nur das machen, was ich am besten kann. Und meine Einheiten haben ja schon so einen Helden gekillt. Hurry up! Ist das lächerlich. Nein! Ich glaube, wenn er so doof hinstellt. Ich will gerne einen Charge-Move haben. Nein. Verloren. Das ist ätzend. Das gibt's nicht, ey. Leute. Egal. Quest haben wir erledigt. 3 Schlachten. Juhu! Aber nichts ist passiert. So, wir gehen mal kurz auf unseren Charakter noch schnell. Verteilen den Punkt. Ich würde sagen, Rüstung. Jeder Punkt Rüstung erhöht Schutz vor Stich, Schnitt und stumpfen Rüstungsschaden um 3 Punkte. Ja, komm, machen wir nochmal rauf. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Also müssen noch ein bisschen mehr aushalten können. Das finde ich ziemlich praktisch. Wie sieht es aus mit Fähigkeiten? Kann man irgendwas freispielen? Nein. Bonus zurückdrängen können wir machen. Das haben wir noch nicht, was wir haben. 600, 600. Den macht er jetzt gar nicht. Das haben wir hier. Auch 600 Piepen würde er haben. 600. 1200. Ja, jetzt dauert es wohl eine Weile, bis wir hier wieder was verteilen können. Unser Streitachs. 214 haben wir. Umwandeln können wir leider nicht. Da fehlt uns dieses lustige Buch hier. Manuskript des Kampfmeisters. Vielleicht kriegt man das ja irgendwo. So, liebe Freunde. Danke auf jeden Fall, würde ich sagen, zum Zuschauen. Sorry, dass ich wieder verkackt habe. Ich bin, glaube ich, der König der Niederlagen. Weiß nicht. Vielleicht übertreibe ich auch gerade ein bisschen. Man muss ja manchmal ein paar Dinge überspitzen, sonst macht es keinen Spaß. Also, auf jeden Fall danke ich dir, dass du eingeschaltet hast oder euch, wie auch immer. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Dein Bernkroate. Mach's gut. Tschüss. Da war der Knopf richtig. Genau.